You can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid. Heute ist ein guter Tag. So wie jeder. So muss man nämlich mal an die Sache rangehen. Ach, hier war Loxi, genau. Deswegen ist ein guter Tag, weil wir versuchen heute mal Loxi zu zähmen. Ich habe schon wieder vergessen, die Moltebären haben die gefuttert, ne? Glaube schon. Wir haben wieder ein bisschen Teer. Das mag ich doch sehr. Dann bin ich heute wieder witzig, ey. Schön. Ach ja. Ja, ich nehme die Folge gerade hintereinander auf, also die gestrige und die heutige. Weil es halt mal zeitlich wieder gut gepasst hat. So. Komm, wir machen das kleine Stück Dach mal noch zusammen. Ist jetzt schon wieder Nacht. Ach, Menno. Ach komm, wir hauen uns pennen. Dann sind wir gleich wieder ausgeruht. Und vor allem sehen wir auch ein bisschen mehr. Und dann würde ich sagen, wir machen das Dach. Also ihr wisst schon, das letzte Stück, was ich letzte Folge erwähnt hatte, dass wir da schon nach einem Dachschindelbalken, nee, wie heißt es? Naja, ihr wisst schon, nach einer Dachschindel schon der erste Balken kommt. Dass das am Ende aufgeht und dann können wir die Balken mal noch ziehen, dann passt das zumindest. Und dann werde ich nach der Folge hier heute das Dach auf der Seite zumindest definitiv schon mal zu Ende bringen. Ich muss mal gucken, wie weit ich komme. Aber ein bisschen vorankommen sollte ich schon. So, jetzt müssen wir hier wieder alles umpurbeln. Ach, Menno. Menno, Menno, Menno. Bei einem werden wir hier schön runterfallen. Bleibt er hier? Ah, an dem Balken bleibt er stehen. Perfekt. So, also, ich wollte. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir... kein Holz eingesteckt. Menno, jetzt bin ich da einmal hier oben. Na gut, an sich können wir die anderen Balken nehmen. Wenn er es dann auch ordentlich einsammelt. Her damit, her damit, her damit. Und her damit. So. Also. Einmal das Ding hier. Zack. 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 Ach, geil. Im Nein. Ach, Mensch, jetzt wollte ich mich so feiern gerade, dass ich es im Rutschen... Oh, im Rutschen, Alter. Im Rutschen geschafft habe. Und dann verkacke ich es natürlich. Ah, also, haben wir das. 1, 2, 3. Dann kommt der nächste hier rein. Da fehlt wieder das Holz. Zack. Zack. Das sieht schon mal gut aus. 1, 2, 3. Das heißt, die nächsten kommen hier. Jetzt, ja, doch, er bleibt hier stehen. Perfekt. Oh, nein. Das wollte ich nicht. Komm, sammelt es ein. Hat er. Und... Ach, shit. Wir müssen uns beeilen. Nicht, dass hier alles einstürzt. Nein. Wenn man sich beeilt, passieren wieder Fehler. Sag mal, was machst du denn? Jetzt. Und hier. Und dann kommen die nächsten hier drüben hin. Einen können wir noch basteln. Dann wird wieder das Holz leer sein. Hier zwei gingen. Komm, gib mal das Holz dort. Dankeschön. Und hier noch. So, passt das jetzt? Wir haben da drüben das eine und jetzt haben wir jeweils drei. Perfekt. Jetzt müssten wir doch... Nee, wir können es nicht basteln, weil wir das Holz von den Schindeln benutzt haben. Drum konnten wir gerade eben auch zwei Stück bauen. Ich habe mich schon gewundert. Würde ich zumindest mit euch jetzt die Balkenkonstruktion ganz gerne zusammen machen, dass wir einmal sehen, dass das passt und auch generell so ein bisschen sehen, wie es aussieht. Die Schindeln mache ich dann selber wieder. Guck mal, drei, haut hin. Also außer die, die wir jetzt rausgerissen haben, die würde ich mit euch schon noch machen. Zack, zack, zack. Perfekt. Jetzt haut das natürlich nicht. Aber guck mal, dann schließen wir auch mit dem Balken ab. An der Eingangstür. Und der ist dann auch hier. Das ist perfekt. Dann haben wir nochmal drei frei. Das müssen wir uns nochmal angucken. Aber hier drüben passt das auf jeden Fall schon mal. So, die müssen wieder raus. Das reißt mir jetzt natürlich das ganze Zeug ein. Ich habe dann immer Schiss, dass das hier oben liegen bleibt.
und dann für ewig dort rumlungert. Ich hatte auch mal geguckt mit denen hier. Wo hab ich's? Nicht doof? Die gab's doch auch in Schräg, oder? Nö, doch nicht. Ach nee, mit denen hier hatte ich geguckt. Jetzt fiel's mir wieder ein. Ob das besser aussieht, aber ich glaube nicht. Also, irgendwie passt das nicht so zusammen. Da finde ich das Hell und Dunkel irgendwie schöner. Gut, dann haben wir hier wieder einen. 71 Leben hätten wir wahrscheinlich überlebt, aber... Ach, ich hasse es. Man kommt immer so schwer ran. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal fix eine Schindel dran. Die wahrscheinlich direkt wieder abreißt, wenn ich mich nicht beeile. Bam! So müssen die Dachdecker von heute mal arbeiten. Einfach ein bisschen rumspringen und in der Luft die Sachen anbringen. Das war die falsche. Zack. Bam. Und bam. Jo, perfekt. Den Spaß wieder ab. Gib mir die Mats auf jeden Fall, bitte. 1, 2, 1, 2. Oben müsste jetzt auch, glaube ich, halten. Nur sein, dass der dritte ein bisschen eng wird. Wir gucken mal. Wir gucken mal. So. Mit O. Dahin. Scheiß Baum ist im Weg. Dahin. Und dann gucken wir nochmal. Hat nicht wehgetan. Wieso als Kind hat man immer gesagt, hat gar nicht wehgetan und dann hast du schön heimlich angefangen zu heulen. Zumindest habe ich das immer gemacht. Weiß auch nicht, warum mir das gerade einfällt. So. Man wollte immer der Coole sein. Der Schmerzlose. So, zack. Zack. Zack und zack. Habe ich heute eigentlich schon mal zack gesagt? Oh, dieser Baum. Eigentlich mag ich ihn. Jetzt gerade nicht. Das sieht schon mal gut aus. Und dann haben wir hier wieder drei unten Balken und schließen auch damit ab. Geil, das macht sogar noch symmetrischer. Ja, da brauchen wir erstmal wieder die Schindeln. Dann wird das Teer wahrscheinlich gleich wieder leer sein. Ich wollte das Dach weitermachen. Ich bin auch schlau. Also wir machen zwar gerade weiter, aber ich wollte es eigentlich dann irgendwann mal fertigstellen, aber das Teer ist halt schon wieder leer. Und hier. Perfekt, komm, wir machen die letzten paar Stückchen hier noch. Jetzt lass du gleich mal gucken. Dann haben wir 1, 2, 3. 1, 2, 3 und 1. Jawohl. Jetzt war ich schon wieder kurz erschrocken. Ich hatte mich verzählt. Also mit meinen Augen. Ihr wisst schon, wie nennt man das? Verguckt. Verzählt mit meinen Augen. Ach, schön. Schön. Wer kennt's nicht, wenn man sich mit den Augen verzählt? Nein! Ja, so! Perfekt! Dann 1, 2, 3. Kein Holz mehr. Aber es geht auf. Komm, wir belassen es erstmal dabei. Wir wollen noch ein bisschen Loxy machen. Will euch nicht... Boah, kritisch. Mit dem Leben, das ich habe. Ja, wir wollen noch ein bisschen Loxy zähmen. Ich will nicht wieder die ganze Folge damit verbringen. Aber so sieht das prinzipiell schon mal ganz gut aus. Man könnte dann halt überlegen, wenn ich die Terrasse hier mache, ob wir den Balken doch wieder wegnehmen und hier einen reinmachen. Dann haben wir halt hier nochmal so einen einzelnen. Also nur eine Schindel und Balken. Und hier drüben auch. Und könnten dann halt da noch die Terrasse reinmachen. Ja, prinzipiell auch okay, dann haben wir da noch ein bisschen Abwechslung drin. Aber ja, das gefällt mir. Das wird geil. Das wird mega, mega geil.
werden wir das alles hier noch so in der Richtung da drüben machen. Irgendwas hat gerade gepiept. Weiß nicht, was es war. Ja, dann können wir das hier noch komplett rüber machen. Hier das Dach da noch ran von den Eingängen. Ja, das wird schön. Ich freue mich. Wirklich, es geht langsam hier wieder mal ein bisschen voran. Ich habe das Ding hier echt lange stehen lassen, aber mir kraut es halt auch wirklich vor dem Dach. So, gut. Also, was wollen wir machen? Wir wollen Loxi zähmen. Das heißt, wir brauchen Moltige. Und wir bräuchten eventuell ein paar gute Lebensmittel. Das werde ich heute auch mal noch machen. Wie gesagt, Dach will ich noch ein bisschen weitermachen. Mal gucken wegen Teer, ob ich dann vielleicht doch ohne euch nochmal irgendwo Teer sammeln gehe. Aber es ist halt auch ein Rohstoff, der gesammelt werden muss. Auch wenn man dabei ein bisschen kämpfen und so muss. Aber gut, das muss ich beim Bäumefällen auch. Da kommt auch immer so ein doofer Gräuling an. Ja, wir gucken jetzt auf jeden Fall mal nach Loxi. Nach Lexi Loxi. Ich hoffe... Hey, wo bist du hin? Warte mal, hier hinten warst du, ne? Ja, da bist du. Guck mal, was ich Feines hab für dich. Müssen wir den erstmal ein bisschen aufteilen. Ja, gut, obwohl wir können ja auch... so machen. Da müssen wir vorher nah genug ran. Ah. Ah, zum Glück 14 Sekunden, dann haben wir Schleichen auf der 5. Gut, wann sind wir das letzte Mal geschlichen, ne? Dass wir das so wenig trainiert haben, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir schleichen uns mal ran. Jetzt bitte nicht ausflippen. Guck mal, da liegt eine Moltebeere für dich. Ja, er futtert sie. Ah, ein kleines Herzchen, jawohl. Ich habe absolut keine Ahnung, wie lange... Loxi. Ach, guck mal, ich habe dir... Oh Mensch, ich habe dir gerade eine Moltebeere hingeworfen. Och, Menno. Warum hat er uns denn jetzt gesehen? Hä? Oh nein, jetzt hat er Schaden gekriegt. Aber ich glaube, er hat uns wieder verloren. Jawohl. Wir müssen aufpassen, er darf nicht zu oft in die Dinger reinrennen. Guck mal, er quält sich. Och, Menno. Muss er sich erstmal wieder beruhigen. Ja, ich habe absolut keine Ahnung, wie lange das dauert, wie viel Moltebeeren wir füttern müssen. Ich hatte mir da zwar schon mal vor Ewigkeiten, als wir in die Ebenen sind, mal ein Video zu angeguckt. Ah, guck mal, es ist ein Herzchen da, aber das reicht noch nicht. Das haben wir ja das letzte Mal schon festgestellt. Nein, Loxi. Der ist definitiv noch nicht lieb. Auch wenn ich das Herzchen sehe, aber der wird uns anknabbern. Ich bin mir sicher. Guck mal. Ja, sag ich doch. Oh Gott. Ganz vergessen, dass der so viel Schaden macht. Alter. Mann, ey, da war doch ein Herzchen. Ah, ja, na Logo. Ich muss Knochenwanz reinhauen. Ach, hier kommt wieder so ein totes Kito an. Mann. Diese Scheißviecher. Entschuldigung. Ah. Ich will nicht Loxi hauen. Aber Loxi darf uns ja auch nicht die Base in den Arsch machen. Wir haben keine Ausdauer. Wir waren im Lox drin. Da gucken wir eigentlich die ganze Zeit hatten wir hier voll Ruhe. Ich glaube, er hat sich beruhigt. Jetzt hol ich mir erstmal fix den Goblin. Hä? Weil mir hat Öl gemacht. Keinen Schaden bekommen. Ach, das ist so ein sperriger. Komm. Ah, das ist so ein Stufe 1, Dude. Schon sagen, warum hält denn der so viel aus? Schnell. Du holst dir die Basis hier nicht zurück, mein Freund. Irgendwie so richtig beruhigen tut er sich nicht mehr. Ah, jetzt. Ein bisschen aus, als würde er gerade sitzen zum Kacken. Ah, Angstschiss vor mir.
Dabei möchte ich doch eigentlich nur Liebe. Sache ist, der dreht sich ja dann immer direkt rum. Jetzt frisst du mal deine Moltebeere. Ich hab's da auch an eine schöne Stelle gelegt für dich, wenn du gerade wirklich dein Geschäft machst. Ach komm schon, was ist denn jetzt los? Ich sehe doch die Herzchen. Du willst es doch auch, kleiner Lox. Komm schon. Vielleicht lieber hier drüben hinwerfen. Oh, jetzt? Es bewegt sich. Schleichen auf die 10? Gerade von der 5 auf die... Geht das in 5er Schritten hoch? Da stand da vorne eine 9. Ich habe eine 5 gesehen. Mein Monitor ist gerade sehr dunkel eingestellt. Die Sache ist, ich habe ziemliche Kack-Monitore. Nur um das mal kurz erwähnt zu haben. Und naja, ich habe hier ein bisschen an Helligkeit und so rumgebastelt. Ihr habt es ja gesehen. Seit letzter Folge ist ja meine Facecam ein klein wenig anders. Och, Menno. Ich denke, da gibt es definitiv noch eine bessere Taktik, die ich einfach bloß noch nicht kenne. Ja, ich habe ein bisschen rumgebastelt, dass das hier alles etwas heller ist und schöner und irgendwie das blaue Licht hier hinten mehr und naja. Oder lila Licht. Ja, und meine Monitore waren irgendwie auf komplett hell eingestellt. Und deswegen sieht das, also kann man es halt einfach nicht beurteilen. Ich habe es dann mal auf YouTube hochgeladen als privates Video und guck's mir halt dann mal auf dem iPhone oder dem MacBook an, weil die Monitore oder die Displays der beiden Geräte definitiv geiler sind. Ja, und dann habe ich gesehen, alter Schwede, hier sieht das übelst hell aus und auf dem Handy erkennst du fast gar nichts. Drum habe ich hier mal richtig schön weit runter geregelt. Damit das sich irgendwie ein bisschen annähernd rankommt, dass ich das besser hier direkt am Rechner beurteilen kann. Und ja, fürs Spiel ist es jetzt natürlich wieder zu dunkel und man kann auch, denke auch immer noch nicht richtig... Müssen das nicht auf sehr hoch? Hallo? Ja, man kann ja bei Valheim leider keine Helligkeit einstellen. Was ist denn jetzt mit Loxy? Schleich eine 11. Jetzt ist es 1 hochgegangen. Stand vielleicht vorhin wirklich eine 9 da? Guck mal. Ja gut, jetzt bin ich halt nicht geschlichen gerade. Aber er frisst auch nicht mehr. Also entweder muss man wirklich ein bisschen warten. Also na gut, er ist im Herzchenmodus, weil wir jetzt wahrscheinlich noch einen zweiten Lox mit hinbringen könnten, oder? Dass die Babys machen. Aber man muss die ja auch so irgendwie freundlich kriegen. Naja, ich gucke mir dazu nochmal ein Video an, würde ich sagen, wie das besser funktioniert. Da habe ich mich schon wieder verdrückt. Zum Glück war es noch nicht bereit. Dann lass uns mal das Flachs einsammeln, dass wir auf jeden Fall noch die nächsten gepolsterten Rüstungen bekommen. Weil irgendwann müssen wir natürlich auch nochmal hier zum guten Endboss, zum Riesenskelett. Ach Menno, ich will hier ein bisschen Flachs ernten. Darf ich nicht? Das hier war alles Gerste. Guck mal, jetzt rennt er bestimmt gleich in die Dinger rein. Ja, wusste ich doch. Mensch, Lox, du sollst dir nicht wehtun. Ach, guck mal hier von dem Kobold noch. Ja, jetzt weiß ich nicht, aber ich glaube, der Lox greift hier nicht groß was an, oder? Komm, wir verziehen uns. Wo habe ich denn das Portal? Hier vorne steht's. Ah, gut, okay. Lox gibt Ruhe. Dann können wir das Flachs noch fix ernten. War das alles? Ich glaube, der Rest war Gerste, ne? Ah, ich will jetzt nicht wieder. Ich glaube, er hat uns schon gesehen, oder? Ne, noch nicht. Wie sieht's denn aus? Was haben wir denn? Geil! 116 Flachs. Wir müssen natürlich... Boah, ich weiß nicht, zur Zeit leckt's aber auch oft in dem Spiel. Weil ich es gerade auf sehr hoch gestellt habe. So. Wir hauen hier nochmal ein bisschen Flachs ran. Ja, alles ausgeben können wir natürlich auch nicht.
Sonst müssen wir wieder auf die Suche gehen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Weil die Goblin-Dörfer doch echt anstrengend sind. Oh, oh, der flippt aus da hinten. Ja, hier die paar noch und den Rest können wir auf jeden Fall ins Spinnrad schmeißen. So. Na komm, lass mal. Gut. Also ein Signalfeuer möchte ich auf jeden Fall auch noch in unserer Basis haben. Weil die sehen schon geil aus. Ich bin noch am überlegen, wie wir es am besten integrieren. Vielleicht so jeweils an die vier Ecken? Hat er eh schon mal überlegt, hier noch so kleine Türme hochzuziehen? Mal gucken. Mal gucken. Was haben wir denn jetzt noch? 74 Flachs. Oh, und wir sind schon wieder in der Überlänge. Mann, Mann, Mann. Wo ist die Zeit schon wieder hin? Naja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde, wie gesagt, jetzt ein bisschen weiterarbeiten. Auf jeden Fall haue ich das Flachs schon mal alles ins Spinnrad, dass das werkeln kann. Ich gucke nochmal, ob wir alle Erze und so schon gebrutzelt haben. Ich werde hier am Häuschen weitermachen. Ich versuche, dass ich das Dach weiterkriege. Also ich werde wahrscheinlich nochmal irgendwo Teer sammeln gehen. Eigentlich gefällt es mir nicht so ganz, weil einerseits haben wir, na gut, doch das eine Teer-Ding, was wir noch haben, da fehlt ja noch ein bisschen was. Das habe ich ja nicht komplett abgelassen. Eventuell dort, weil jetzt neues Gebiet raussuchen und so, vielleicht entdeckt mal was Cooles, das möchte ich eigentlich nicht ohne euch machen. Ja, mal schauen. Wie weit ich komme, ihr werdet sehen bei der nächsten Folge. Abo dalassen würde mich freuen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!